Wenn es in Deutschland keine Landwirte mehr geben würde, stellt sich natürlich die Frage, wovon wir uns ernähren. Sprich, kann man Lebensmittel industriell produzieren? Was würde das mit unserer Gesundheit machen? Ich bin Christine Raffenberg, ich bewirtschafte zusammen mit meinem Mann und meinen zwei Töchtern einen landwirtschaftlichen Betrieb und auch in Krisenzeiten geben wir uns viel Mühe, die Menschen weiterhin mit Lebensmitteln zu versorgen und die Landschaft um uns herum ökologisch zu prägen. In Deutschland geht es ohne die Landwirtschaft nicht, weil die Landwirtschaft sehr, sehr viele gesellschaftliche Aufgaben hat. Natürlich in erster Linie Nahrungsmittelproduktion und Nahrungsmittel werden für unser Leben immer benötigt. Und ein großer Faktor ist natürlich, wie sieht unsere Landschaft aus, wenn es hier keine Landwirte mehr gibt. Jede einzelne Zone in der Natur hat ihren Lebensraum für bestimmte Tier- und Pflanzenarten, die natürlich auch für unser Leben eine Rolle spielen. Unser Betrieb ist sehr vielseitig aufgebaut. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Ackerbau, wo wir hauptsächlich Futter für unsere Tiere anbauen. Das ist einmal die Schweinemast, wir halten Legehennen und wir halten Mutterkühe. Und angeschlossen an dem haben wir eine Direktvermarktung und auch eine Metzgerei, in der wir Fleisch- und Wurstwaren frisch anbieten. Für uns war natürlich eine Bestätigung, dass die Art der Landwirtschaft, wie wir sie betreiben, nämlich biologisch möglichst nachhaltig in einem Kreislaufbetrieb scheinbar ein zukunftsfähiger Weg auch ist und natürlich einfach auch großes Glück für uns, dass Lebensmittel etwas ist, was immer gebraucht werden und dass es für uns überhaupt so weitergehen kann. Wenn einzelne Mitarbeiter ausfallen, kann man das auffangen mit dem Rest der Mannschaft. Was für uns ein großes Problem gewesen wäre oder nach wie vor ist, ist, wenn jemand uns eine Infektion in den Betrieb schleppt und zum Beispiel wir die Vermarktung zumachen müssten. Wenn sich dann hier, ich sag mal, Produkte mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum, wie zum Beispiel die Eier, stapeln würden. Leere Supermarktregale am Anfang der Corona-Zeit war natürlich aus meiner Sicht hauptsächlich eine Folge, dass viele, viele Menschen plötzlich zu Hause kochen mussten, einfach viel, viel mehr eingekauft haben. Viele ganz bewusst haltbare Produkte eingekauft haben und sich auf Mehl, Nudeln, Kartoffeln, das haben wir auch gemerkt, plötzlich größere Einheiten an Kartoffeln gekauft haben und natürlich auch ein bisschen diese sprichwörtlichen Hamsterkäufe getätigt haben, um versorgt zu sein, falls man mal irgendwie 2 Wochen nicht aus dem Haus kommt. Bestimmt hat auch einige Leute die Angst umgetrieben, dass irgendwo mal nichts mehr verfügbar ist, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil Lebensmittel haben wir genug. Es muss einfach nur in der Struktur der Logistik dann ja auch dahinterhergekommen werden, Regale wieder aufzufüllen. Auch Supermärkte sind ja nicht drauf eingestellt. Gezeigt hat uns das, dass am stabilsten dort alles funktioniert, wo man sich auf kleinere, regionalere Strukturen stützen kann, wo die Wege für bestimmte Produkte kürzer sind. Immer wieder der Fokus darauf, dass es uns ganz gut tut, unsere Region zu unterstützen und die Betriebe eben auch da sind in Zeiten, wo es schwierig ist.